Wir sind die Kita Regenbogenkinder. Wir sind eine Elterninitiative im Kreuzviertel. Aktuell sind hier 17 Kinder, die betreut werden von 12 Familien insgesamt. Und es arbeiten 6 Mitarbeiter hier. Wir haben 5 Erzieher und einen Koch. Das Besondere an der Elterninitiative ist, dass wir eine sehr familiäre Atmosphäre haben. Dadurch, dass wir auch eine sehr kleine Einrichtung sind, kennen alle Kinder, alle Eltern und umgekehrt. Es kann auch schon mal vorkommen, wenn der Koch im Urlaub ist, dass man mal einspringt und einfach so auch viel von den eigenen Kindern und vom Kita-Alltag mitbekommt und viel mitgestalten kann. Das Problem ist, dass unsere Räumlichkeiten hier im Kreuzviertel uns gekündigt wurden. Wir sind aktuell auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für unsere Kita, weil wir natürlich unbedingt wollen, dass die Kita bestehen bleibt, dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten und nicht nur für uns, sondern auch für die zukünftigen Kinder, die dann aufgenommen werden. Wir sind auf der Suche nach Räumlichkeiten, entweder als Privat, also die Privatwohnungen sind, oder auch Gewerbeflächen. Das sollten mindestens 140 Quadratmeter sein, plus Außengelände. Auch wenn jemand, der vielleicht eine Wohnung oder eine Gewerbeimmobilie besitzt, jetzt zuhört oder das sieht und sich denkt, na, so richtig kommt meine Immobilie aber nicht in Frage, da passen vielleicht ein, zwei Sachen nicht, kontaktiert uns bitte trotzdem, weil es gibt viele kreative Möglichkeiten, die für uns passend zu gestalten. Die Miete wird durch die öffentliche Hand finanziert, die ist also sicher. Wir sind auch ein sehr angenehmer Mieter, weil wir natürlich nur zu den Betreuungszeiten anwesend sind, zwischen 8:30 und 16:30. Am Wochenende ist es ruhig, abends ist es ruhig. Also eigentlich kann man mit uns nichts falsch machen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns helft bei der Suche nach einer neuen Immobilie für die Kita. Das könnt ihr tun, indem ihr einfach unseren Aufruf, unsere Suche verbreitet, weitererzählt. Oder aber wenn ihr selbst Immobilienbesitzer von einem Haus, Wohnung oder einem Gewerbe seid, dann meldet euch bei uns.